Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Sam & Max. Ich weiß, der vorherige Part war nicht gerade lang. Das ist, wenn man die Zeit nicht im Auge hat. Apropos Zeit, ich muss mir das mal einstellen hier. Der Part hier wird jetzt dafür dann ein bisschen länger. So, wir sind ja hier jetzt bei dem Heim für ehemalige Kinderstars. Dann gehe ich mal rein. Abgeschlossen. Na toll. Abgeschlossen. Sagt mir der Affe was? Unangenehm, der Affe. Erinnert mich an einen Job, den ich mal hatte. Du warst ein Affe? Im Wesentlichen. Okay, er war mein Affe. Hier soll man vermutlich das Anmeldeformular reinstecken. Ja. Kiste. Ich glaube, hier hat jemand gesessen. Und getropft. Gesessen und getropft, genau. Ah, Aufnahmeformular. Hier heißt es, die behandeln nur Patienten mit etwas, das sich das künstliche Persönlichkeitssyndrom nennt. Klingt lecker, was ist denn drin? Scheint wohl häufig bei ehemaligen Kindersternchen vorzukommen. Zu den Symptomen gehören, mal sehen, Obsession mit Berühmtheit, gewalttätige Reaktionen auf Hairstyling und unterbewusster Wunsch, die Freunde altern zu sehen. In der Tat. Du weißt nicht einmal, was das heißt, nicht wahr? Nein, aber es klingt ungeheuer gebildet. Also wie ich gehört habe, also hier bei diesem Anmeldeformular kommt es zufällig. Ich glaube, nur der zweite Teil bleibt überall gleich. Also könntet ihr auch was anderes kriegen als nur Obsession mit Berühmtheit und hier dem Wunsch, Freunde altern zu sehen. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Wir gehen mal, fahren mal zurück ins Büro. Ich glaube, wir müssen das Anmeldeformular ausfüllen. Wir haben doch eine Psychologin, hier eine lizenzierte Psychotherapeutin. Und da war doch die Option mit dem Analysieren. Die werde ich mal näher betrachten. Ich hatte ja schon die Tintenblecksbilder angeguckt, aber jetzt machen wir mal alles. So, Sibylsland. So, dann gehen wir mal zu ihr. Denkst du, ich habe das künstliche Persönlichkeitssyndrom? Interessant. Zu den Symptomen gehört, mal schauen, Obsession mit Berühmtheit, gewalttätige Reaktionen auf Hairstyling und unterbewusster Wunsch, die Freunde altern zu sehen. Hey, ich weiß was. Ich könnte dich analysieren. Gut. Ich habe ja die Vermutung, dass das erste schon allein, weil das Wort Obsession da drin vorkommt, dass das da bei der Berühmtheit sein muss, also rauskommen muss. Hier dann das mit dieser Aggression mit den Hairstyling oder was weiß ich, was das war. Und mit der Traumdeutung mit den Freunden altern sehen. Ich mach mal, weil ich die Tintenflexbilder schon mal gemacht hatte, ich mache das zwar nochmal, damit eben auch das mit der Berühmtheit rauskommt, werde ich aber erstmal die Traumdeutung machen. Kannst du aus meinen, ich glaube, das scheint mir am einfachsten zu sein. Tatsächlich Rückschlüsse ziehen? Aber ja, sie enthüllen dein Unterbewusstsein. Es ist, als ob du eine Zwiebel schälst. Ach du Schande. Jetzt entspann dich einfach und versuch, dich an deinen Traum zu erinnern. Okay, geht los. So. Dann sind wir mal jetzt in seinem Traum. Meine Träume beginnen immer im Büro. Aber diesmal war es anders. Ja, kann ich mir vorstellen. Erzähl mal, was geschah. Die Person kommt mir so komisch vor. Ich merkte, dass noch jemand im Zimmer war. Oh, du hattest einen besonderen Gast. Wer war's denn? Ja, wenn wir Freunde altern haben wollen, müssen wir wahrscheinlich Max auswählen. Es war Max. Ach ja, dein eingebildeter Freund. Wie bitte? Ich stehe direkt neben dir, Lady. In deinem Traum tat Max da irgendwas Ungewöhnliches? Naja, er leistet den Fahneneid zu einem bayerischen Volkslied. Ich schwöre Treue ewiglich, holla Radio. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Okay. Andere Sachen. Ich kann ein paar Sachen auswählen. Aber eigentlich müsste doch nur ein Freund altern sehen. Also Freund habe ich jetzt mit Altern irgendwie geburtstagsmäßig. Oh, Donutschachtel? Die ist neu. Ich weiß noch, ich hatte gerade was vom Bäcker geholt. Oh, du und dein besonderer Gast. Ihr hattet also was zu feiern. Und was war das, was du vom Bäcker geholt hattest? Ja,
Ja, ha. Geburtstagstorte. Eine Geburtstagstorte mit massig Zuckerguss. Warte mal, die Geburtstagstorte, dein Freund. Du wünschst dir unbewusst, dass deine Freunde älter werden. Yes, da haben wir das schon mal. Können. Ha, lag richtig, dass das einfach ist. Das ist ein Symptom für das künstliche Persönlichkeitssyndrom. Ja, ich meine, ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Das werde ich lieber mal auf deiner Karte vermerken. So, dann machen wir mal den nächsten Test. Sehr interessant. Wir sollten dich nach den anderen Symptomen von KPS untersuchen. Mir recht, Knochenklempnerin. Ich bin keine Knochenklempnerin, ich bin Psychotherapeutin. Hyrot, Horty, hey, ich fang gleich an zu wiehern. So, dann probieren wir mal, mit der freien Aussetzung. Nehmen wir doch mal die Obsession mit Tintenklecksen. Gucken wir, wie wir das mit Berühmtheit hinkriegen. Sicher, werfen wir noch einen Blick auf deine ungehörigen Zwangsvorstellungen. Schau dir das an und sag mir, was du siehst. Penis auf den Augen eines toten Mien, ein paar Ochsenboxen, nein. Susan, ich will ein Emmy Award. Also wenn Berühmtheit ist, müssten wir wahrscheinlich das da nehmen. Susan Lucci mit einem Emmy Award. Verstehe. Schön. Und was ist mit dem hier? Eine Bande Bakterienbots Basketball, Tauben auf dem Vorderdach, ein SUV kracht in eine fette Villa, dann nehmen wir mal das. Ein SUV kracht in eine fette Villa. Aber das ist eher mit Geld, oder? Ein zweimal überfahrenes Eichhörnchen, ein mottenzerfressene Geldbörse meines Onkels Louis, das wäre für Geld. Ein Autogramm in Blindenschrift, da In Blindenschrift. Vielleicht mal was mit Berühmtheit. Jetzt das hier, was siehst du? Elefanten in der New Yorker Börse, ein jüngender Haufen schlagsiger Albinos, der Auspuffkrümmer von einem Brotlaster, 20 Mann mit Maschinengewehren. Oh Gott. Was nehme ich denn dafür für Berühmtheit? Ja, der Haufen schlagsiger Albinos, den Auspuffkrümmer von einem Brotlaster, 20 Mann mit Maschinengewehren, Elefanten in der New Yorker Börse. Das scheint mir eher was mit Geld zu tun, aber Geld hat ja direkt was mit Berühmtheit zu tun. Aber die anderen, das müsste mit Gewalt sein wahrscheinlich. Johlender Haufen, schlagsiger Albinos. Komm, nehmen wir den johlenden Haufen. Ein johlender Haufen schlagsiger Albinos. Und das da? Der helle Fleck, den ein Blitz in deinen Augen verursacht, ein Orang-Utan fliegt aus dem Kopf meines Desotos, ein Krieg zwischen zwei Gruppen abstrakter Form, eine Kundenkarte läuft durch einen Aktenschredder. Ach Gott. Was soll denn da was mit Berühmtheit zu tun? Der helle Fleck, den ein Blitz in deine Augen verursacht. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine Kundenkarte läuft durch einen Aktenschredder. Eine Kundenkarte? Machen wir das mal. Eine Kundenkarte, die jemand in einen Aktenschredder gesteckt hat. Ruhm scheint dir recht wichtig zu sein. Aber das ist vermutlich nichts Besorgniserregendes. Danke, Doktor. Ruhm. Denkst du, ich habe das künstliche Persönlichkeitssyndrom? Schon möglich, aber Leute mit KPS sind ganz besessen davon, berühmt sein zu wollen. Scheiße. Fast. Ruhm und berühmt ist schon mal fast dasselbe. Das macht Spaß. Müssen wir nochmal machen. Werfen wir noch einen Blick auf deine ungehörigen Zwangsvorstellungen. Schau dir das an und sag mir, was du siehst. So, das muss schon Susan Lucci mit einem Emmy Award sein. Susan Lucci mit einem Emmy Award. Verstehe. Schön. Und was ist mit dem hier? Das meinten wir da mal, wir brauchen mal. Dann nehme ich das mal. Ich glaube, das ist eher Geld. Nehmen wir das da. Tauben auf dem Vordach von Mans Chinese Theater. Chinese Theater könnte auch was mit berühmt sein. Autogramm in Blindenschrift. Ein Autogramm in Blindenschrift. Bin ich eigentlich auch jetzt relativ das hier. Sicher. Was siehst du? Ach, das war das, wo ich keine Ahnung hatte. Ich glaube trotzdem beim johlenden Haufen. Ein johlender Haufen schlagsiger Albinos. Und das da?
Ach, das kommt auch mit berühmt sein hier, Fotograf. Mein Gott, dass ich das nicht gesehen habe. Der Fleck, den ein Lichtblitz in deinen Augen verursacht. Tja, du bist anscheinend besessen davon, berühmt zu sein. Das ist einer der Indikatoren des künstlichen Persönlichkeitssyndroms. Gut, da haben wir schon mal zwei Syndrome. Ich besser mal vermerken. Du weist zwei der Symptome auf dieser Liste auf. Bin ich geisteskrank? Ich will dich nicht beunruhigen, aber vermutlich ja. Kriege ich deinen Hut, wenn sie dich einweisen? Sicher, Kleiner. Was? Okay. Wie funktioniert freie Assoziation? Da wird getestet, wie du auf Dinge in deinem Leben reagierst. Ich sag ein Wort und dann sagst oder tust du das Erste, was dir in den Sinn kommt. Samba tanzen, das Alphabet her sagen, so laut schreien, wie ich kann, sowas in der Art? Interessant. Haben wir schon angefangen? Nein, aber jetzt geht's los. Bereit? Ist das das Wort? Nein, das Wort ist Steppenhexe. Steppenhexe? Kaktus. Weise Worte. Berühre nie einen Kaktus mit deiner Zunge. Oder umgekehrt. Triggerwort löst seltsame kulinarische Impulse aus. Mögliche Fixierung auf organisches Unwohlsein. Jetzt das hier. Krone. Sagt einfach, was euch in den Sinn kommt. Krone. Krone. Tätowiererstuhl, Couch, die Blume, Schranktür. Positiv in die Lade zu Tuchvorlagen. Mann, wie mache ich denn das mit denen hier, diesen Hairstyling? Ich hab keine Ahnung, wie ich das mit dem Hairstyling machen soll, verdammt! Ja, Kaktus, 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 Hairstyling. Sprühfarbe, keine Ahnung. Hairstyling. Hairstyling. Ja, Ventilator. Krone, Ventilator. In so einem Ventilator hat Max mal fast einen Finger verloren. Ja, aber es war nicht mein eigener Finger. Triggerwort löst grausige Erinnerungen beim Patienten aus. Mögliches Finnfelder-Syndrom? Kamm. Hä? Aber ich das mit dem Ventilator nochmal mache? Kamm. Oh, das Tiki. Relikt aus vergangenen Tagen, als man jeden billigen Müll verkaufen konnte, ohne dafür eine erfolgreiche Kinder-TV-Show zu brauchen. Patient zeigt Anzeichen von ironischem Nostalgiekomplex. So, das war ja sehr aufschlussreich. Wie lautet das Urteil? Ich werde es dich wissen lassen, nach jahrelanger, irrsinnig teurer Behandlung. Was tut man nicht alles, um ortsansässige Jungunternehmerinnen zu unterstützen? Wir könnten ja Organe auf dem Schwarzmarkt verticken, um das Geld zusammenzukriegen. Solange du nicht unsere eigenen nimmst, Kleiner. Denkst du, ich habe das künstliche Persönlichkeitssyndrom? Schon möglich, aber Leute mit KPS sind für ihre gewalttätige Reaktion auf Hairstyling bekannt. Warte mal. Versuchen wir das war noch nicht das Richtige. Ich habe nämlich irgendwie keine Ahnung. Das verrät uns etwas über deine unvernünftigen Reaktionen auf das, was in deinem Leben vorgeht. Also nochmal, ich gebe Worte vor und du sagst oder tust einfach das, was dir einfällt. Bereit? Klar, fang an. Kuh. Kuh. Max, bleib hier, ich will dich wegschlagen. Was hältst du von diesem freien Assoziationskram, Max? Scheint ziemlich kalter Kaffee zu sein, Sam. Dialog mit eingebildetem Freund. Sehr interessant. Hey, ich bin nicht eingebildet. Wenn du meinst. Wie wär's damit? Bohrer. Wie kann er eingebildet sein, wenn sie sowieso mit ihm? Bam. Max. Schon eine Versuchung, aber er ist mir ans Herz gewachsen, der Kleine. Ausnahmsweise. Ich hab doch was gemacht. Ich habe nicht übel Lust, etwas zu hauen. Tatsächlich? Heftige Reaktion auf das Wort. Sehr interessant. Föhn, sagt einfach, was euch in den Sinn kommt. Komm, dann mach ich nochmal Boxhandschuh und... Ich habe nicht übel Lust, etwas zu hauen. Tatsächlich? Heftige Reaktion auf das Wort. Sehr interessant. So, das war ja sehr aufschlussreich. Ja? Deine Reaktionen zeigen, dass du generell gewalttätig bist. Das ist ja schon mal gut. Zu hören. Mich auch. Ich hatte dich immer für außerordentlich gewalttätig. Aber bei generell gewalttätig, vielleicht darf ich nur bei dem, nur bei dem Wort Leute mit Film kam oder sowas. Gewalttätigen Reaktionen auf Hairstyling bekannt.
Okay, dann mache ich das nochmal. Noch diesmal breche ich den Dialog ein bisschen ab. Also nochmal, bereit? So. Schieß los, Gnädigste. Radmutter. Radmutter. Ist nichts mit. Kann ich auf dem Tätowierstuhl sitzen, während wir das machen? Nichts mit Hairstyling. Ich zuerst. Triggerwort ruft beim Patienten ungewöhnliches Verlangen nach Tätowierung hervor. Mögliches Symptom euphorischer Dyspepsie. Fluor. Sagt einfach, was euch in den Sinn kommt. Fluor. Oh, sehr bemerkenswert. Schränke werden oft mit Schamgefühlen assoziiert. Hey, das ist dein Schrank. Tupieren. Tupieren und jetzt gewalttätig sein. Ich habe nicht übel Lust, etwas zu hauen. Tatsächlich? Heftige Reaktion auf das Wort. Sehr interessant. So, das war ja sehr aufschlussreich. Hoffentlich klappt es diesmal. Deine Reaktionen zeigen, dass du auf Hairstyling ungewöhnlich heftig reagierst. Da solltest du ihn erstmal beim Proktologen sehen. Das könnte ein Symptom für das künstliche Persönlichkeitssyndrom sein. Das werde ich lieber mal auf deine Karte vermerken. Yes, ich habe alle drei Symptome. Juhu! Wow, das muss das künstliche Persönlichkeitssyndrom sein. Sämtliche Symptome. Ich wette, das reicht mir für eine Veröffentlichung. Dann weise mich doch am besten gleich in ein Heim für ehemalige Kindersternchen ein. Ich habe das Aufnahmeformular schon ausgefüllt, aber hinkommen musst du selber. Ich werde schrecklich beschäftigt sein mit der Veröffentlichung deines Falls. Da du ja verrückt bist, darf ich fahren? Ach du gasgebender Geisterfahrer, nein. Gasgebender Geisterfahrer. Ja, jetzt wo wir es geschafft haben, alle drei Symptome zu finden, wobei ich das mit den Aggressions-Hairstyling echt schwierig fand. Und eigentlich hätte ich schon von Anfang an drauf kommen können, dass ich einfach nur bei Föhn also bei diesen ganzen Hairstyling-Wörtern aggressiv sein muss. Ja, dann mache ich mich mal auf zum Kinderheim. Zum Heim für ehemalige Kinderstars, kein Kinderheim. Und das seht ihr dann im nächsten Part. Bis dahin, tschüss, eure Tai.